Das raus ist nicht der Weite, gell? Heute zusammen kommen wir rein. Wenn wir wirklich spät nach dem Match ankommen in Kloten, schlafe ich meistens bei den Marshall-Brüdern daheim. Und ja, da bin ich wirklich sehr froh, dass ich da kann schlafen kann, vor allem wenn wir jetzt am nächsten Tag wieder ein Match haben. Ja, macht es viel einfacher und kann man sich auch besser regenerieren. Ja. Ich wohne eigentlich in Niedergösgen, Kanton Solothurn, mit meiner Familie noch zusammen. Und ja, dazumal bei den Juniorenstufen bin ich in einer Gastfamilie gewesen. Und dort hat es mir hat's halt nicht mehr so gepasst und da bin ich nachdem eigentlich zum Mitspieler gegangen in der U20. Habe dort noch eigentlich so 2-3 Jahre können wohnen. Und als ich dann zu der Nazi angekommen bin, bei Kloten, ist der Marc Marschall und der Joel Marschall auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, ob es mich nicht anscheisst, da jeden Tag hin und her fahren. Und dann habe ich eigentlich gesagt, ja, es ist schon vor allem am Abend nach dem Match recht anstrengend noch heimfahren. Und so bin ich eigentlich hierher gekommen und bin recht froh, dass sie mir das auch angeboten haben. Ja. Also er ist eigentlich schon auch ein Junge, den man sich wünscht im Team. Es ist immer lustig mit ihm. Ja, hat immer einen guten Spruch auf Lager und so ist er sicher beliebt in unserer Mannschaft. Ja, mein Zimmer muss er putzen und am Joel zahlt er irgendetwas. Ja. Weil der Joel hat immer recht aufgeräumtes Zimmer. Ich will kein Geld von den jungen Spielern und darum machen wir das so. Ja. Auf Kloten ziehen war sicher auch ein recht grosses Thema. Aber da habe ich jetzt eine Lösung gefunden, weil der Marc Marschall ja leider die AC Kloten verlässt auf nächste Saison. Ist vom Joel Marschall das Angebot gekommen, dass ich mit ihm zusammenziehen kann. Ja, das habe ich dankend angenommen. Ja. Ja, bei ihnen läuft immer etwas, ist immer lustig. Man kann viele Sachen unternehmen. Und, ja, in der Freizeit, meistens vor dem Match, spielen wir meistens Start. Mit dem Marc, Joel, Sander Zurkirchen und ich. Und ja, da gibt es dann schon ab und zu auch so Schrittigkeiten, kleine, aber die sind eigentlich recht einfach gelöst, weil man hat da schon ein bisschen Rangliste, wer der Beste ist und wer der Schlechteste ist. Der Beste im Dart ist sicher der Marc Marschall. Anschliessend von mir und vom Joel, etwa auf dem gleichen Niveau. Und der Schlechteste, würde ich sicher sagen, ist der Sandro Zurkirchen. Gratuliere dir, Albert! Gratuliere! Danke, schön mit euch. Am Anfang ist mir recht ruhig in der Garderobe, weil man halt ja, sehr viel Respekt hat von den Spielern. Ja, mit der Zeit ist man dann immer mehr rausgewachsen und hat sich mehr können integrieren in der Kabine integrieren. Ja. Das war eine recht einfache Entscheidung, dass ich mich von Basel verabschieden musste, weil sie mir nicht die höchsten Nachwuchsstufen können bieten konnten. Dann ist eigentlich, nach einem Spiel mal gegen die AC Kloten das Angebot von AC Kloten gekommen. Und ich habe recht schnell gewusst, dass sie die höchsten Nachwuchsabteilungen haben und habe mich dann entschieden, für meine Nachwuchsabteilung bei Kloten weiterzuführen. Ja. Ja, es ist wirklich eine super Mannschaft, die wir in Kloten haben. Und, ja, ich bin recht happy, hier zu sein. Ja. Die besten Eishockey-Dokumentationen jetzt in der MySports-App.